Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft, wo wir, also ich, beim letzten Mal Sachen vergessen habe, die ich jetzt zwischen den Folgen auch vergessen habe, vielleicht. Nee, ich weiß es wieder, ich brauche noch zwei Pistons. Genau, da war was. So. Holz. Haben wir jetzt auch genug? Stimmt, und Redstone wollte ich mitnehmen. Da braucht man nämlich auch noch ein bisschen was. So. Ach, ist auch schon wieder Nacht. Perfekt. Zwei Kolben. So heißen sie halt auf Deutsch. Ich bin es voll gewohnt mit den Pistons, obwohl ich Minecraft eigentlich schon immer auf Deutsch spiele. Aber das sind keine Kolben, das sind Pistons. So, einmal hier nach unten. Hier kann ja, glaube ich, sowieso nichts spawnen. Ach, warte, ich muss da hinten runter. Hier unten schaut das schon anders aus. Da müssen wir vorsichtig sein. Aber da kommt hier nicht durch. Ha! So. Ich brauche nämlich hier. Ich warte genau falsch rum. Ich brauche nämlich hier und hier einen, die ganze Zeit einen Block hin und her schieben. Dann brauche ich nach hier auch noch ein bisschen Platz. Ja, wobei eigentlich sogar noch ein. Ich hoffe, in die andere Richtung geht das. Weil hier wird es langsam, aber sicher eng. So, dann brauche ich Redstone. So. Und jetzt war hier die Sache mit diesen Trichtern. Die ineinander laufen. Dann war jeweils Komparator. Und ich glaube, ich brauche sogar noch mehr Platz. Vielleicht muss ich. Weißt du was? Ich mache das einfach quer. Weil in die Richtung habe ich auf jeden Fall Platz. So. Ich mache einfach mal mehr Platz, als wir brauchen. Das baue ich dann am Schluss wieder halbwegs zu. So. Ich weiß nämlich nicht, ob so der Platz reicht. Ich befürchte fast, dass das nämlich nicht reicht. Ich müsste das vielleicht erstmal so aufbauen, um zu schauen, wie das dann aussieht. Das waren die Trichter, die ineinander laufen. Dann waren dahinter die Komparatoren. Dann der Stein. Und wie war das jetzt hier? Das hier weiß ich nicht mehr. Oder war es das vielleicht sogar schon? Das könnte es vielleicht sogar schon gewesen sein. Nee, warte. Wie waren das nochmal? Ich weiß das nicht mehr.
rein theoretisch mit Redstone-Fackeln. Nee. Uff. Ach Mist. Wir haben das eine Zeit lang so oft gemacht. Nee, das war's nicht. Wir hatten auf jeden Fall, da bin ich mir sicher, noch Komparatoren. Verstärker meine ich. Nee, so nicht. Auch nicht. Boah, ich stehe gerade echt auf dem Schlauch. Wir müssen dafür sorgen, dass die Trichter... Warte mal, ich müsste das... So vielleicht? Nee. Wenn der Trichter voll ist, soll er abgeben. So viel steht fest. Ups. Und es war doch auch bloß zwei breit. Oh Mann. Nee, das füllt sich gleich wieder auf. Und wenn der Trichter leer ist, soll er halt nichts machen. Wie mache ich das nochmal? Wir haben das in der letzten Staffel so oft gebaut. Der Trichter ist voll, gibt ein Signal ab. Hat das damit was zu tun? Jetzt macht er nichts mehr. Weil beide voll sind. Vielleicht doch so? Nee. Jetzt macht er auch nichts mehr. So, das war auch super. Weil jetzt sobald was... Ja, weil dann sofort was drin ist. Ich meine, vom Prinzip her... Aber es darf halt nicht sofort passieren. Oh, wie war das nochmal? Jetzt ist er leer. Ja gut, das macht jetzt an sich keinen Unterschied mehr. Er würde es so oder so nur hin und her tauschen. Warte mal, wenn der Trichter leer ist, soll er zwar aufnehmen, aber nicht abgeben. Das heißt, solange dieser Trichter voll ist, muss der hier deaktiviert werden. Aber wie?
Rein theoretisch würde es vermutlich rein theoretisch jetzt nur vom Prinzip müsste es ja eigentlich so funktionieren. Der gibt ja bloß nach vorne ab. Ich meine, wenn das so funktioniert, baue ich das so. Okay, das ist schlecht. Am Schluss war das komplett anders. Wie ist denn das, wenn ich die Komparatoren seitlich mache? Auch wenn ich weiß, dass es nicht so war. Warte, ich bin jetzt einfach mal so frech und google nebenbei schnell einfach ein Bild. So, Bilder. Dafür brauchte ich den Pisten. Jetzt habe ich's. Das war ja eigentlich super simpel. Wir müssen das hier nochmal komplett abbauen. Dann brauchen wir eigentlich auch den Beobachter gar nicht. Knochenmehl kann mal weg. Koppel kann weg. Den Beobachter hätte ich halt einfach aus Prinzip gerne wieder. Zum Glück habe ich einen Redstone-Block dabei. Den brauche ich nämlich. So, dann ist das hier. Hier. Hier ist jeweils ein Redstone. Oder? Ja. Nee. Hier ist das Redstone. Dann haben wir hier jeweils den Block. Ah, das war eigentlich so simpel. Und dann hier die Trichter. Einmal. Zweimal und voll machen. Warte, ich mach mal nicht ganz voll. Jetzt sollte der den eigentlich bald rüberschieben. Ich habe die Befürchtung, das funktioniert bloß mit Sticky Pistons. Waren das klebrige Kolben? Ich glaube, das waren leider klebrige Kolben. Das Problem ist, wir haben keinen Schleim. Ich schau mal weg. Eines Tages werden wir die verdienen und dann schmeiße ich welche dafür weg. Versprochen. Und wenn das jetzt so nicht funktioniert, dann mache ich das auch wieder ungeschehen. So, klebriger Kolben. Ja, okay. Erinnert mich dran, ich werde eines Tages klebrige Kolben wegschmeißen. So,
So, ich hau mal zwei Stacks rein. Ich hau mal ein Stack rein. Gut, wie war das jetzt hiermit? Muss das dahinter? Oder wie war das? Wir müssen jetzt eigentlich gleich einmal kurz auslösen, wenn das Deck leer ist. Na gut, das höre ich ja im Normalfall. Weiß was, ich mache einfach für die Zeit. Nein. Das kann ich mir halt einfach auch nie merken. Drauflaufen lassen kann ich es nicht. Wie ist denn das, wenn ich den Block dahinter von unten bepower? Also wird er überhaupt bepowert? Nein. Ich glaube, wenn, müsste ich den von oben powern. Ist aber eigentlich auch machbar. So. Fünf. Jawohl. So kriegen wir das hin. Gut, dann dauert das jetzt wieder länger. Perfekt. Dann würde aber grundsätzlich unsere Maschine jetzt schon laufen. Fehlt bloß noch Wasser und Seetang. Und Wasser und Seetang. Kein Problem. So, dann können wir hier wieder alles zubauen. Kein Bock, dass hier irgendwelche Viecher spawnen. Also sämtlicher Platz, den wir hier nicht brauchen, knalle ich einfach wieder zu. So. Das können wir nach vorne bzw. oben drauf alles zumachen. Da muss kein Mensch mehr hin. Und wenn da keiner hinkommt, kann auch nichts kaputt gehen. So. Das können wir wieder verbinden. Um die Technik zu schützen, würde ich hier da oben rauskommen. Weil jetzt ist eine Höhle. Das werden wir zubauen müssen. Ah, deshalb hatte ich den Beobachter drin. Wir brauchen den Beobachter doch. Sonst bleiben die Dauer ausgelöst und das möchte ich nicht. Jetzt haben wir eine kurze Auslösung. Genau. Genau so sollte das aussehen. Hier können wir schon mal zumachen.
komme ich hier vorübergehend mal kurz raus. Dasselbe brauchen wir hier. Wenn wir dann eben das Wasser auffüllen. Oh. Ja, ich muss aber gleich nochmal hoch. Dafür können wir hier zumachen. Dann brauchen wir jetzt eigentlich wirklich nur noch Wasser. Und müssen den Seetang pflanzen. Aua. Ah, Mist. Ich muss schnell sein. Das Ding wird nämlich gleich wieder abgebaut. So, dann holen wir mal Wasser. Und ein Schild brauche ich ja auch noch. So, 4 Eimer. Schild können wir oben machen. So. Mann, eigentlich wollte ich noch Tropenholz kaputt hauen. Habe ich jetzt zeitlich nicht mehr untergebracht. Sowas aber auch. Warte, Redstone und so kann ich alles wieder aufräumen. Hier. Ja, Kobbel werde ich vermutlich noch brauchen. Komm, den einzelnen, den lasse ich hier. Andesit. Normaler Stein. Quarz packe ich mal so lange hier rein. Eisen packe ich jetzt auch hier dazu. Genauso wie Kupfer, Entschuldigung, kriege ich gerade. Schluck auf. Die Kohle brauche ich gerade nicht. Das ist Fichte. Eiche wollten wir ganz oben. Das wäre hier. Das kann ich mal hier lassen. Das brauchen wir eigentlich alles nicht mehr. Dann brauche ich jetzt bloß noch schnell Wasser. Super, mitten in der Nacht. Hallo, hi. Wow, hör doch auf. Toll. Ganz schön was los heute. Und schnell wieder weg. Haben wir doch geschafft. Geh weg. So, wir werden uns da unten mal ganz kurz einen unendlichen Brunnen basteln müssen. Ich möchte nämlich nachts nicht zu oft raus. Hier können wir auf jeden Fall schon mal zumachen. Das gehört hier nicht mehr hin. So. Weißt du was, mache ich mal kurz hier hinten. Diesmal lasse ich auch ausnahmsweise die Kohle hier. So, dann können wir hier nämlich super auffüllen. Müsste ich mal kurz eigentlich einen höher. Warum fließt das nicht weiter? Das muss eigentlich sehr viel weiter fließen. Vielleicht weil das Wasser gerade noch nicht steht. Wie mache ich das am besten? Ja, vermutlich mit Kobbel. Weil ich halt... Oh, komm, schwimm hoch, weil ich gerade nichts anderes habe.
So. Würdest du bitte einfach weiter fließen? Dann können wir den Koppel hier wieder abbauen. Das große Problem ist, ich muss hier halt direkt Seetang setzen und ich bräuchte auch noch mal kurz zwei Türen. Ich schwimme mal kurz hoch. Wir machen uns noch schnell zwei Türen. Gehen wir jetzt einfach in die Überlänge, ist mir egal. Holz. So. Werkbank haben wir oben. Und ich bräuchte dann doch eigentlich schon mehr Seetang. Weil sonst das ganze Wasser jetzt nach unten treibt. Ich mach mal schnell. Hallo. Ich gehe mal schnell noch ein bisschen was holen. So viel Zeit muss jetzt sein. So, das sollte, denke ich, erstmal reichen. Wir bräuchten praktisch insgesamt pro Seite zwei Stacks. Aber nicht ganz, weil wir nebenbei schon wieder ernten. Und mit ein bisschen Glück kriegen wir jetzt schon zwei Stacks zusammen. Oder zumindest einen. Einer und acht würden eigentlich exakt reichen. So. Dann wollen wir hier irgendwie wieder schnell raus. Weißt du was, wenn ich schon hier bin, nutze ich das doch gleich aus. Wenn das dann fertig ist, dann würde ich auch nach dieser Folge noch ein bisschen AFK hier stehen bleiben. Damit die auch ein bisschen anläuft. So. Zuallererst brauche ich die Tür. Und ich habe hier auch schon einen Fehler. Oder? Nee. Habe ich nicht. Das ist perfekt. Hier muss einmal Wasser hin. Hier mache ich mal noch eine Reihe raus, dass ich laufen kann. Weil ich fände es besser, wenn hier der Boden fertig ist. So, und das Wasser hier fließt gleich dank Seetang. So, damit ich hier auch kurz zwischendurch mal auftauchen kann. Oh. Gut zu wissen. Wo kommt denn der jetzt her? Ich will den haben. Wo ist er hin? Ich will den haben. So. Haben wir den schnell gefangen. Seetang. Schicht für Schicht. Hm.
Blut ist nämlich nebenbei jetzt sowieso schon geerntet. Aber ich habe mich sowieso verrechnet. Es wären auch mehr Stacks an Seetang gewesen. So. Ich mache jetzt die eine Seite fertig und den Rest mache ich dann, glaube ich, schnell zwischen den Folgen. So. Weil wir sind jetzt schon doch ein ganzes Stück in der Überlänge. Das ist nicht so gut. Ehrlich gesagt. Fließt hier jetzt eigentlich das Wasser ordentlich? Nein. Das ist blöd. Komm runter da jetzt. So, dann hier. Warte, ich probiere mal noch was anderes. Könnte nämlich auch funktionieren. Dass das erstmal komplett neu anfließt. Genau, so hatte ich mir das vorgestellt. Das fließt dann darüber. Und hier müsste ich auch erst noch aushöhlen. Dann würde ich sagen, das mache ich dann ja, zwischen den Folgen. Und wir sehen uns praktisch morgen in der neuen Folge, aber in der nächsten Aufnahme. Bis dahin jetzt noch einen wunderschönen Nachmittag. Mach's gut und ciao, ciao.